Willkommen zum neuen Mittwoch hier auf 4x-Beziehungen. Zum neuen Mittwoch mit South Park, was ja sowieso schon mittwochs erschien, immer um 5 Uhr. Aber jetzt auch mit Final Fantasy I, Dawn of Souls, was jetzt immer mittwochs um 17 Uhr erscheinen wird. Das heißt, Dark Souls kommt jetzt nur noch samstags und sonntags. Die Pilotfolge kam ja von Final Fantasy jetzt am Wochenende, weil mir einfach danach war. Und mit den Pilotfolgen kann man das ja sowieso immer ein bisschen anders handhaben. Aber der feste Termin wird jetzt erstmal Mittwoch 17 Uhr sein für Final Fantasy I. Und vielleicht wird sich irgendwann sogar noch was ändern, dass South Park oder Final Fantasy, abgesehen von Ausnahmen, die es ja auch immer gibt, mit Doppelfolgen tatsächlich ihre festen 2 Folgen die Woche haben. Aber das entscheide ich dann spontan. Und ja, Dark Souls ist ja auch sowieso, jetzt kommen die beiden DLCs noch. Das sind, keine Ahnung, vielleicht noch 20 Folgen, also es geht dem Ende entgegen. Und danach pausiere ich das ja erstmal. Und deswegen wird jetzt ein bisschen mehr auf South Park und Final Fantasy geachtet. Ja, was machen wir heute? Wir müssen ja die Prinzessin retten, aber bevor wir die Prinzessin retten, will ich etwas Geld farmen, damit wir noch Zauber kaufen können, weil der Florin, also unser Flo, der Florian und der Basti haben ja noch überhaupt keine Zauber, obwohl beides ja Zauberer sind. Der eine ist ein Weißmagier, der andere ein Rotmagier, beziehungsweise der eine ist ein Heiler. Und die sollten ja dann doch ein paar Zauber haben. Und wir müssen aufpassen, nicht, dass uns gleich der Maxi wegstirbt. Die attackieren alle den Maxi, diese Schweine. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe 126 Gil. Ich hätte gerne 200. Dann müsste ich jedem 2 Zauber kaufen können. Ich glaube, die haben 50 gekostet. Ja. Wie gesagt, ihr werdet das Video ja jetzt frühestens am Mittwoch sehen. Am Mittwoch erscheint es ja. Ich nehme es jetzt gerade am Wochenende auf. Und naja, mal gucken. Bei mir bahnt sich ja jetzt wieder das Homeoffice zumindest 3 Tage die Woche an. Und da haben wir auch schon die Hardware für erhalten, aber noch nicht geklärt, wer wann halt ins Homeoffice geht und was noch so freigeschaltet werden muss. Das wird sich halt die Woche ergeben und mal gucken, wie schnell das dann alles passiert. Und wenn das dann da ist, dann habe ich noch ein paar mehr Tage Zeit, abends vielleicht was aufzunehmen. Ja, meine Partnerin werde ich dann auch abgeben müssen. Bin ich aber auch nicht traurig drum. Dann geht's wieder ins Hotel. Für 2 Nächte wahrscheinlich. Vielleicht auch nur eine Nacht. Je nach Situation. Wir können doch nicht heilen, ne? Ja, wir haben noch keine Zauber. Wir müssen echt aufpassen, nicht, dass uns der Maxi gleich wegstirbt. Vielleicht sollte ich auch den. Ich weiß ja nicht, ob die erste Stelle. Wobei, ne, die attackieren alles, wie sie gerade lustig sind. Oder ist das auch egal? Wir haben ja jetzt genug. Dann gehen wir doch mal in die Stadt Cornelia und kaufen uns die Zauber. Zum einen kaufen wir Vita für den Flo. Was ist denn Dialux? Ein Flächenangriff gegen Untote. Könnte sich sicher auch noch lohnen, aber erstmal noch nicht. Blink steigert die eigene Ausweichfähigkeit. Protest auf jeden Fall Abwehrsteigerung. Das ist wichtig. So, und unser Basti bekommt jetzt auf jeden Fall Feuer.
Schlaf, der ist halt auch nicht schlecht. Fokus senkt Ausweichfähigkeit eines Gegners, okay. Aber Blitz bekommt er auch auf jeden Fall. Ja. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wie viel eine Übernachtung kostet. 30. Was für Halsabschneider. Junge, Junge. Nee. Das muss das sein. Ich weiß ja nicht. Erstmal kann sich ja der Flo nützlich machen. Komm, heil mal den Maxi. Und den Stefan kannst du auch mal heilen. Und dich selbst. Ich würde sagen, dann leveln wir noch mal ein bisschen. Und dann fahren wir damit zeitgleich auch noch mal Geld. Ich habe so die Vermutung, dass wir dann doch einmal ins Inn müssen. Auch wenn der Preis echt unverschämt ist. 30 Gin jetzt gerade zu Beginn. Ja, zwei Zufallskämpfe. Frechheit. Und dann gucken wir mal. Die Prinzessin wurde ja, glaube ich, von Garland in den Chaos-Tempel entführt. Oder zumindest hält sich Garland da auf. Irgendwie so war das. Hat uns der König ja berichtet. Dann müssen wir den Chaos-Tempel finden. Ja, hier ist dann die Brücke, die er uns wiederherstellen möchte. Aber das wird der König halt erst machen, wenn wir die Prinzessin gerettet haben. Ein Mensch, ey. Prinzessin retten. Genauso wie in Mario. Ein Hinterhalt. Was eine Frechheit. Genau, nur wieder die Goblins bringen so einen Hinterhalt. Ganz miese Schweine sind das. Wisst ihr, was noch miese Schweine sind? Diese ganzen genderversifften Arschlöcher. Die haben auch sowas von Goblins. Das Pack, was meistens dafür steht. Und so wie wir die Goblins platt machen, kann man auch diese ganzen genderversifften Arschlöcher platt machen. Läuft ja richtig gut. So, nochmal 6 Erfahrungspunkte erhalten. Wir haben ja schon wieder 202. Jill, oh. Können wir sogar nochmal Zauber kaufen, wisst ihr das? Das lohnt sich, glaube ich. Dann. Jetzt könnten wir. Ja, unser Rotmagier, Basti, könnte natürlich vielleicht auch Dialux lernen gegen Untote. Wobei, nee, kann er gar nicht lernen. Schade. Ich dachte, der Rotmagier könnte vielleicht alles. Nicht nur Schwarzmagie und gut im Angriff sein, sondern halt auch die weiße Magie. Wirklich so ein kompletter Allrounder, aber anscheinend ist er nur ein Angriffs-Schwarzmagie-Allrounder. So, dann. Ja, Blink, Ausweichfähigkeit. Aber ich würde dem Flo gerne auch einen Angriffszauber geben. So, jetzt hat der Flo die 3 Zauber. Ach, Protes kann. Und wieder kann der Basti lernen. Da steht's ja auch rechts, wer was lernen kann. Ja gut, dann kann ich dir die Zauber entfernen? Moment, Magie.
Vergessen, toll. Vergessen, habe ich den dann noch irgendwo? Bevor wir das jetzt machen, speichern wir lieber einmal. Oder, ne, ich will es jetzt eigentlich ungern riskieren. Ich weiß leider nicht mehr, wie das genau war. War das jetzt Final Fantasy 17? Könnte man, 17 natürlich, 17, Final Fantasy 7. Könnte man einfach schön die Substanzen wieder aus den Waffen nehmen und den Rüstungsteilen und so. Das riskieren wir lieber jetzt noch nicht. Ja. Machen wir ein anderes Mal. Oder? Ach komm, wir verschwenden doch mal etwas Geld. Falls es denn so ist. So, dann bringen wir dem Basti Rotes bei. Und dann bringen wir dem Flo noch Blink bei. Mehr könnt ihr nicht lernen. Papa, papa, papa. Anstatt dass du uns anbietest, das eine einfach zu vergessen. So, Protes. Protes vergessen. Ja, komm. Dann lernt der Flo jetzt Blink. Ja, da haben wir jetzt 50 Jill für verballert. Das ist etwas ärgerlich. Aber jetzt wissen wir es ja besser. Vita, Dialogs, Blink, Feuer, Blitz und Protest. Ja, jetzt haben wir auch beim Basti so einen richtigen Allrounder, der weiße Magie hat, schwarze Magie und die Angriffskraft. Jetzt sollen sich mal alle hinlegen. Und da verteilen sie sich. Oh. Auf ins Abenteuer. So viele Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon mal erwähnt hatte oder so, oder erwähnen wollte. Bei der NES-Version war es ja, glaube ich, so, wenn ich mich jetzt nicht mehr irre, dass man genau aufpassen musste, wen man mit welchem Charakter noch angreift. Weil wenn man einfach gesagt hat, du greifst jetzt den an und du greifst auch den an und du auch, und dann ist der schon nach dem ersten Angriff gestorben oder nach dem zweiten, dann sind die restlichen Angriffe ins Leere gelaufen. Da wurde dann nicht klug vom Spiel auf den nächsten Gegner geswitcht, da ist der Angriff dann halt ins Leere gegangen. Erfahrungspunkte. Eine Potion, das ist doch super. So, ist hier der Chaos-Tempel versteckt? Altar der Erde. Okay, das scheint nicht der Chaos-Tempel zu sein, aber vielleicht kommen wir da in den Chaos-Tempel rein. Das könnte natürlich sein. Na, wer bist du? Dies ist der Altar der Erde. Früher konnte man noch tiefer hinein, aber seitdem die Erde anfing zu faulen, nicht mehr. Schade. Und was bist du? Speichern lieber. Speichern ist wichtig. Nicht wahr, Basti? Ich freue mich schon wieder, wenn der Basti irgendwas spielt mit Quicksaves und das dann nicht oft genug macht und dann wieder Spielstände verliert. Ein bestialischer Verwesungsgeruch steigt von der Erde auf. Uiuiui. Das ist ja mal was, aber hier geht es also nicht zum Chaos-Tempel. Und noch mehr Goblin-Wächter. Ja, macht sie platt.
Und noch mehr Goblins. Wir sorgen noch dafür, dass die Goblins aussterben. Das könnte doch der Tempel sein. Da gehen wir gleich mal rein. Oh, wir sind im Angriffsvorteil. Cool. Wobei das ja nach einem sehr ramponierten Tempel aussieht. Ziemlich in Ruinen, würde ich mal sagen. Oh, ein Teufelsross. Das wohl stark ist. Okay, ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, aber es hält sich in Grenzen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Truppe aus? Alle sind Level 4. Das ist doch ganz nett. Ich könnte auch mal schauen. Also ich frage, gehen wir noch einmal zurück oder gehen wir jetzt da rein? Ich möchte noch einmal zurückgehen, gucken, ob vielleicht der Händler, nachdem wir das ganze Gelaber mit dem König hatten, weitere Rüstungsgegenstände anbietet. Vielleicht übernachten wir dann auch nochmal dort. Ich habe auch so ein bisschen Angst. Also bisher hält sich der Schwierigkeitsgrad ja an Grenzen. Ich weiß nicht, ob das dann rasant noch ansteigen wird oder ob das allgemein vielleicht bei dieser Version etwas harmloser ist. Weil die NES-Version, die war teilweise echt ätzend. Da musste man so sich einen zurecht grinden. Da habe ich dann auch immer den Turbo eingestellt. Dann weiß ich halt nicht, ob dann irgendwann dieser Fehler kam oder ob es sogar so war, dass ich mich in eine unausweichliche Lage quicksaved habe. Aber naja, alles nicht so wichtig. Wir spielen ja halt hier die Advance-Version. Und vielleicht ist das auch alles ein bisschen anders hier. So. Wie schaut's denn aus? Hast du neue Gegenstände? Natürlich nicht. Also haben wir das jetzt umsonst veranstaltet, aber wir können noch ein paar Potions kaufen. Wenn du blödes Arschloch, danke. So, kaufen wir mal 5 Stück. 5 Potions. Und nochmal eine Runde schlafen. Und dann geht's aber wirklich zum Chaos-Tempel. Ja, natürlich. Nochmal in die Stadt rein. Warum auch nicht? Ich freue mich auch schon, wenn wir ein Schiff bekommen. Irgendwann vielleicht ein Luftschiff. Mensch, die Goblins, die machen wir jetzt aber richtig platt. So gehört sich das. Ein Hinterhalt. Hervorragend. Du dämliches Teufelsross. Genau, mach das platt. Hey, unsere Truppe ist auf Stufe 5 aufgestiegen. Und ein Hinterhalt. Warum auch nicht, ne? Ey, lass mir den Maximum. Wir setzen noch ziemlich wenig die Zauber ein. Kommt aber auch noch. Aber die hebe ich mir halt doch ganz gerne für relevante Gegner auf.
und nicht für irgendwelche Goblins. Kommen Sie zu. 2 Wölfe. 2 Wölfe weniger. Und da ist der Chaos-Tempel und gut. So, speichern wir lieber mal. Wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. Gehen wir mal links rum. Ja, bitte noch mehr Wege. Oh oh. Ein Hinterhalt. Hervorragend. Was? 14? Aua. Oh oh. Ja, so viel zum Thema Schwierigkeitsgrad anheben. Anscheinend wird der gerade angehoben. Diese Krim sieht mir so ein bisschen feuermäßig aus. Greifen wir an. Du haltst mir jetzt mal den Maxi. Und jetzt setzt der Basti mal Feuer nicht, Blitz ein. Das ist auch gegen, komm, gegen alle. Anscheinend jetzt aber noch nicht, okay. Dann setzt du mir Blitz gegen Isekrim ein. Alter, lass den Maxi in Ruhe. Okay, Blitz war jetzt wohl nicht so effektiv. Aber immerhin ist jetzt dieser Wolf weg. Komm, riskieren wir's. Der Wolf muss weg. Bitte nochmal den Maxi heilen. Und Basti greift jetzt mal normal an. Ja, das sieht doch gut aus. Haut ihn kaputt. Den letzten Goblin-Wächter. Uiui, 70 Jill und Lederhut gefunden. Und der Lederhut, wer kann denn den Lederhut tragen? Der Maxi kann den Hut tragen, dann kriegt der Maxi den auch, weil der Maxi hier häufig angegriffen wird. Immer auf den Arm, die. Ein Hinterhalt. Ein Ghoul. Ja, normaler Angriff. Probieren wir mal. Dialux. Oder normaler Angriff. Okay, es ist nicht dazu gekommen. Es hätte mich aber mal interessiert, ob Dialux da effektiv gewesen wäre. Weil der sah mir doch nach einem Untoten aus, dieser Ghoul. Ui. Noch ein Ghoul. Angriff. Dialux und Angriff. Mein Gott, scheiß Zufallskämpfe. Es geht schon los. Ja, Lux, jetzt bin ich gespannt. Hui, der hat gesessen. Ist tatsächlich effektiv. Potion und Zelt. Tja, jetzt können wir uns ein Zelt ins Gesicht packen. Oh, 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 oh. Das könnte wehtun. Komm, direkt nochmal, Dialux. Okay, das ist wahrscheinlich überflüssig gewesen mit Dialux, so schwach sie wie die sind. Ich habe jetzt mehr erwartet von den Skeletten. Gut, Angriff selbst haben sie schon, aber was haben wir da bekommen? Aber deren Verteidigung war ja jetzt lappenhaft. Echokraut hebt Stimme auf. Warum nicht? Oh oh, schwarze Witwen. Ich glaube, die töten uns oder vergiften uns. Oder auch nichts dergleichen. So, jetzt sind sie schon alle auf Level 6. Das geht richtig zackig, wenn man hier jeden Zufallskampf mitnimmt. Komm, normaler Angriff, das reicht vollkommen für die aus. Alter, Gigaswurm. Hatten wir den schon? Schauen wir mal. Jetzt würde ich da gerne noch Feuer einsetzen.
Vielleicht ist Feuer gegen so einen Wurm effektiv. Könnte effektiv gewesen sein. Ja, 30. Jetzt aber normale Angriffe. Macht einen Platz. Ah, hier ist nichts. Und noch eine schwarze Witwe. Ziemlich viele Zufallskämpfe hier drin, das muss ich schon sagen. Aber jetzt haben wir ja gleich... Diese Tür ist mit einem Zauber versiegelt. Nur ein Zauberschlüssel kann sie öffnen. Okay. Dann ist der Zauberschlüssel bestimmt unten rechts in der Ecke. Wir hatten jetzt unten links, oben links die Ecken und unten rechts ist dann bestimmt der Zauberschlüssel. Oder in der Mitte irgendwo, dass es da noch weitergeht. Ja, hier ist nichts dergleichen. Ach Leute, ganz schön viele Zufallskämpfe. Bisher ist es echt so kristallblödes drauf los angreifen. Oh, das hat ganz schön gesessen, der arme Maxi. Ich glaube, den muss ich langsam... Oh ja, den muss ich heilen. Komm, nehmen wir eine Potion. Weiter geht's. Zombie. Wer weiß, was die können. Die sehen mir nach der stärkeren Variante aus. Dialux. Brauchen wir gerade die ganzen Mana-Punkte von unserem... Heiler, und das war wieder unnötig, weil schon zwei von drei von vier weg sind. Was willst du machen? Man muss sich halt erstmal an die ganzen Gegnertypen gewöhnen. So, jetzt. Och, Menno. Ich will noch schnell die untere Ecke einsammeln. Mehr Zeit haben wir nämlich, glaube ich, auch nicht. Ein Hinterhalt. Immer wieder Frechheit. Los, türkisches 1 und 1 war erfolgreich. Türkisches 1 gegen 1. Auch ein Zauberschlüssel. Ja, hervorragend. Also müssen wir in die Mitte. Ein Gigaswarm. Bisher ist noch keiner aus unserer Truppe gestorben, oder? Das finde ich gut. Oh. Das sieht mir nach einem Kampf aus. Das ist ja dann der krönende Abschluss der Folge, so wie es aussieht. Oder... Nee, wisst ihr was? Hier kommt der Cliffhanger. Das machen wir nämlich beim nächsten Mal. Dann wagen wir uns ins Getümmel gegen Garland, um die Prinzessin Sila zu retten. Also Leute, macht's gut!